Und genau dort, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, ich mache noch kurz hier eben Musik an. Einen Moment. So. Genau dort, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, fangen wir diese Folge auch an. Auf Feld 77 beim Düngen. Cosplay hat eine interessante Wegfindung gemacht, wie ich finde. Und zwar, der ist hier hochgefahren, einmal komplett drumherum und jetzt fährt er hier so die Strecken ab. Vermutlich hat es deshalb so lange gedauert, zu rechnen. Leider funktioniert der Zoom nicht. Ich komme nicht näher dran, wenn ich einmal weggezoomt bin. So. Ja, was will mir das hier sagen auf unserem Feld? Ich weiß es nicht genau. Also Feld 72 hier, diese Streifen. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir springen hier einmal raus, wir springen in den hier mal rein. Das interessiert mich jetzt. Ich habe hier 30% Düngestufe und hier habe ich nur noch 29. Aus meiner Sicht müsste hier 30 plus 30 mal 60 sein, mindestens. Oder ich kann mir das ganze, die ganze Düngestufe sparen. Muss ich mal kurz rennen? Das probieren wir jetzt mal eben kurz aus. Wartet mal, das müssen wir mal ganz kurz ausprobieren. In den Cosplay-Einstellungen lassen sich Düngefunktionen der Sämaschine deaktiviert. Jetzt habe ich hier auch 30. 30. Also entweder düngt er gerade trotzdem. Oder diese zusätzliche Düngestufe hat einfach überhaupt keine Auswirkung. Denn hier liegt aus meiner Sicht Mist drauf. Naja, wir werden den hier weiter fahren lassen. Den haben wir noch und den. So, was machen wir dann heute als nächstes? Ich würde sagen, wir holen uns einen Anhänger und fahren Weizen. Weizen weg. Oder lassen Weizen wegfahren, dass wir das Geld haben für unser Silo. Wetter soll gut bleiben. Unsere Felder, wir haben hier Wiese. 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 Ah, das ist nervig, da ich nicht ranzoomen kann. Ich sehe gerade, wir haben. Achso, 43, das haben wir angesät, ne? Ja, das haben wir angesät. Hier das Feld, die 35 müssen wir noch aus meiner Sicht und die 49 ansehen. Das steht an. Hier könnten wir Stroh runterholen, aber was machen wir mit dem Stroh? Wohin bringe ich Stroh? Der Viehhändler kauft Stroh an. Aber nachdem aktuell es noch nicht funktioniert mit Cosplay abladen und automatisch wieder fahren. Denke ich, wir werden hier einfach nur mit dem Grubber drüber fahren. Jo, also. Motor an. Mit ihm ab zum Händler. Der muss hier jetzt ja nicht rumstehen und Geld kosten. Wir holen uns einen kleinen Anhänger und wir fahren. Stroh zum Silo. Stroh zum Silo? Nein. Weizen zur Verkaufsstelle. Wir verkaufen einfach. Wir haben 200.000 Liter Weizen. Und wenn wir das verkaufen, dann haben wir hoffentlich auch nicht mehr 24.000 Euro, sondern ein bisschen mehr. Die Überlegung ist jetzt schon, investiere ich vielleicht auch in einen Kuhstall. Das wäre jetzt so eine Überlegung. Wir verkaufen ein bisschen was. Hühnerstall meine ich. Dann hätten wir schon mal Hühner. Dann haben wir wieder regelmäßiges ein Einkommen. Das wir verkaufen mit Sachen, die wir verkaufen können. Ich weiß nur nicht, ob es hier einen Supermarkt auf der Karte gibt, an dem wir Eier verkaufen können. Das sollten wir gleich mal rauskriegen. So, also. Hier bin ich. Ein Anhänger. Also wir gucken mal, was er im Sonderangebot hat.
12.000 Liter passen da rein, das ist nicht viel. Also dafür, dass er 17.000 kostet, 12.000 Liter. Was kostet hier so ein kleiner? Und dann nehmen wir lieber den hier. 17.000 und passt das Doppelte, fast das Doppelte von dem rein. Jo, Kennzeichen. Einfach alle, sollen alle das Gleiche haben. This old ship's coming back to shore, cause I ain't gonna live like this no more. Okay, das funktioniert nämlich nicht, wenn man das lange Kennzeichen hat mit dem kleinen Kennzeichen. Ja, Giants. 6 Sätzen. Nein, so schlimm ist noch nicht. So hat er 22.000. Ja, ich würde zwar sagen... Komm, den kaufen wir uns gleich. Was kostet denn der Miete? Ich glaube, wir mieten erstmal. Warum mieten? Ich sehe hier unser Geld. So, die Frage ist, darf er das? Darf ein Fan ein Glas ziehen und kommt der Baby-Fan hier mit seinen 110 PS mit dem fetten Anhänger überhaupt klar? Oh, da sollen wir ja gar nicht hin. So, und jetzt ist es auch im Grunde genommen ganz einfach. Ja doch, zum Farmhaus kannst du schon mal fahren, während ich das einstelle. Wir stellen ein, wir laden auf. Hofsilo abladen und laden ab. Und sagen Weizen. Genau, so. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, ne? Wir gucken hier unser Auftrag. 100.000 Euro Auftrag. Wenn wir den erledigt haben, dann haben wir erstmal keine Geldsorgen. Und hier, das ist tatsächlich, hier fährt er jetzt und dann fährt er da irgendwie. Ich weiß es nicht genau, wie er fährt. Wir werden sehen. Hier müssen wir mal kurz hingucken. Was bedeutet das eigentlich? Benötigt Kalk. Benötigt Kalk, benötigt Kalk, benötigt Kalk. Habe ich durch den Kalk irgendwelche Vorteile? Und warum steht hier noch Weizen? Habe ich das nicht abgefahren? Hm. Naja. Das heißt, wir benötigen Kalk. Was benötigen wir, um zu kalken? Düngerstreu, der kann Kalk, ne? Der kann auch Kalk. So viel Geld haben wir nicht. Nicht mal annähernd. Gibt es einen Mischstreuer, der kalken kann? Es gibt einen Mod-Mischstreuer. Der kann kalken. Nein. Ich denke, wir werden erstmal schlichtweg nicht kalken. Hier, Hofsilo, er hat sich den Weizen geholt. Der Anhänger ist voll. 22.500 Liter. Hier mal gucken. Ich sehe gerade hier das Fenster. Ach, das darf ich jetzt gar nicht bewegen. Okay. Naja, es ist zur Hälfte durch mich verdeckt. Der Tacho ist durch mich verdeckt. Aber mei, was soll das schon? Oh, er blinkt sogar. Leute, er blinkt. Das ist leider geil. Ich glaube, dass hier, wenn ich das schaffe, dass wir keinen Baum im Bild haben, wird der Screenshot. Oder? Dann darf er das. Ja, hier. Wir können mal ins Menü gehen, wir können in die Fahrzeugeinstellungen gehen. Er soll das alles anzeigen.
Und hier fährt er jetzt gerade eine Linie. Und dann biegt er da gleich, denke ich, ab. So, das Feld. Und dann haben wir noch eins zum Sehen. Das Feld 96 ist das, wenn mich nicht alles irrt. Genau, das ist gepflügt. Und ja, was machen wir da drauf? Was ich nicht machen möchte, ist auf jeden Fall irgendwas, wo ich zusätzliches Erntegerät brauche. Dafür bin ich einfach aktuell noch zu klein. Ich werde schon mich mit dem Mais komplett ruinieren. Denn wir brauchen wahnsinnig viele Helfer, wir brauchen das Silo und wir haben den Ertrag erst später. So, von daher... Ah ja, und dann haben wir natürlich hier unser großes Feld noch. Was können wir aktuell überhaupt sehen? Wir können aktuell sowieso nur Raps sehen und Gerste und Weizen. Das müssen wir uns jetzt überlegen. Alles andere kriegt ein Ölrettich drauf. Ja, lass uns einfach Sojabohnen machen. Oder Socken hier so, die können wir relativ früh nächstes Jahr dann ernten. So, hier. Och. Fancy Class, da wäre das. Jetzt gucken wir mal, ich bin gespannt, wenn wir gleich ankommen. Wir setzen uns einfach ein bisschen rein und fahren mit. Wenn wir da sind. Ich bin gespannt, wie viel wir kriegen. 22.500 Liter sind drin. Geld wir kriegen. Ich weiche dem Traktor hier jetzt auch nicht von der Seite. Wir müssen gleich auf jeden Fall einen Kredit aufnehmen, sonst hören unsere Helfer auf zu arbeiten. Ich hoffe, wir kriegen überhaupt einen Kredit. Beziehungsweise wir laden hier jetzt 22.000 Liter ab. Und wenn ich 22.000 Liter ablade und für jeden Liter knappe 838 kriege, dann ist es nach meiner Rechnung mal mindestens 15.000 Euro. Ich meine, wir haben einen Helfer, der fährt. Zwei, die in Feldarbeit sind. Wir haben Verbrauch von Saatgut, wir haben Verbrauch von Dünger. Und trotzdem, das Geld, das geht einfach so schnell weg. Das geht so schnell weg. Also hier sind die Lohnzahlungen. Das funktioniert. Das funktioniert. Wir haben auch mit den Lohndienstleistungen mehr Umsatz gemacht, aber wir haben bisher keine Einnahmen aus Ernten. Und die Kosten für Saatgut und Dünger explodieren natürlich. Die explodieren einfach. Dazu kommen hohe Mietkosten. Die Landkauf-Verkauf-Dinger, mal dahingestellt. Wir können mal gucken.
wenn wir schon dabei sind, gibt es Sonderangebote. Es gibt ein Mähwerk, ein Schneidwerk. Das fände ich eigentlich super. Das ist nämlich genau das, was wir haben wollen. Das können. Allerdings, wir haben dieses Geld einfach nicht. So, jetzt, wir kommen an. Wir kommen an. Ach, und der blinkt so vorbildlich, das finde ich super. Und Vollspeed, komm, auf geht's. Knall da drüber. So, jetzt laden wir ab. Oh, das ist auch noch ein Aufstellkipper. Funktioniert das überhaupt? Jetzt dürfen wir aber nicht gerade fahren, bevor der unten ist. 18.000, da, wir haben Geld bekommen. Wir haben Geld bekommen. Das heißt, unser ganzes Silo sind 180.000. Abzüglich Kosten hier für den Fahrer. In unseren Auftrag gucken wir kurz rein. Der ist knapp über die Hälfte fertig. Und ich gucke einfach mal, kriegen wir Kredit? Und wenn ja, wie viel Kredit kriegen wir? Leider kann ich nicht 500.000 auf einmal aufnehmen. Ich muss hier schön drücken. So. Jetzt haben wir 340.000. Denn ich habe beschlossen, wir gehen jetzt ins Baumenü. Ins Baumenü. Ja gut, jetzt bin ich natürlich an der ganz falschen Stelle. Da laufen wir eben kurz hin. So, hier jetzt irgendwie so runter und durch. Ist das hier? Nein, hier ist die BGA. Ah. Hier ist der Nachbar am Kalken, beziehungsweise das ist mein Feld. Die 35 in mein Feld, warum ist da zum Teil Kalk drauf? Wo kommt dieser Kalk her? Ich habe nicht gekalkt. Ganz sicher. Und in die Richtung hier ist unser Hof. Hier ist unser Bauernhaus. Hier die Einfahrt. Und hier habe ich gesagt, in genau diese Ecke machen wir ein Silo hin. Und das sieht ja fast so aus, als wäre das so gewollt, dass da ein Silo hinkommt. Das kostet uns 65.000. Keine Anpassung oder so erforderlich. Das finde ich sehr gut. Was machen wir noch? Tiere. Ich habe gesagt, wir fangen einfach mal an. Der kann 30, wenn ich 10 von denen hier hinstelle. 12. Dann komme ich auf 72 Euro. Ich habe das gleiche wie das hier. Aber ich denke, wir werden trotzdem einen großen gleich nehmen. Und wo stellen wir den hin? Ach, der ist ja süß. Nicht direkt in die Einfahrt. Hier hinten hin? Nö. Die Hühner, die können schon nah am Haus sein. Ich würde sagen, wir haben hier unseren Hühnerstall. Da schauen wir einfach mal, wie Cosplay
sich darum kümmert, dieses Feld zu düngen. Ich wusste gar nicht, dass wir so viel Kapazität haben für Kredite. Ich dachte, wir wären am Limit gewesen. Dann hätte ich ja auch schon ein bisschen was kaufen können. Naja. Okay. Lasst uns hier mal kurz gucken. Wie viel gedüngt ist. Aber wir sehen es, er ist jetzt hier gefahren, jetzt fährt er hier so und dann wird er da irgendwie so fahren. Wie genau das gemacht ist, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Hier ist das Feld 35. Das gehört uns. Das müssen wir besehen. Muss gewalzt werden. Kann es sein, dass gewalzt werden muss, nachdem ich gesät habe? Ist das so? Weil hier vorm ist noch zwei Düngestufen. Und dann kommt, muss gewalzt werden. Viehhandel, wisst ihr, was mir da gerade einfällt? Wir springen mal eben kurz in unser Farmhaus oder direkt zum Hühnerstall. Hier ist unser wunderbarer Hühnerstall. Hier muss das Essen angeliefert werden für Hühner. Die sind an... Nee, hier. Ah, dahin werden die Eier abgeholt. Hier muss das Essen angeliefert werden. Und ich würde sagen, wir kaufen uns einen Hahn. Was immer noch doof ist, ich habe die Transportgebühr für Hühner, ich habe aber kein Fahrzeug, das Hühner transportieren kann. Es gibt auch keine Fahrzeuge, die Hühner produzieren können. So, die hier kosten mich das Zehnfache von denen hier. Von daher kaufen wir schön die hier. Und da würde ich sagen, wir kaufen einfach mal 15 Stück. Na komm, lass uns 20 nehmen. Freut sich der Hahn, hat da was zu tun, der Gockel. Okay. Jetzt haben wir unsere ersten Hühner. Wir haben Hühner, wir kriegen Eier, wir kriegen Geld. Da ist er, der Hahn. Und das Tolle ist, die Hühner, die sehen einfach alle unterschiedlich aus. Also, nicht alle, aber es gibt unterschiedliche Hühner, die sich optisch unterscheiden. So, dann würde ich sagen, wo ist unser Transportfahrzeug? Das kommt hier jetzt gerade. Ich werde den mal kurz abladen und ich würde sagen, wir fahren in dieses Silo. Wir werden Silage machen. Natürlich, wir werden Silage machen, wir werden das verdichten und alles. Dazu müssen wir allerdings, ich hole mir hier jetzt mal ein bisschen was für die Hühner. Das mache ich kurz manuell. Ja, macht das Ding voll. Da fällt mir ein, wenn ich schon dabei bin, ich kann mal kurz gucken. Oh, passt, 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 passt. Boah. Alter, ist der Wagen voll. So, hier, das, da wird unser Silo und in diesem Silo werde ich entsprechend auch die... Oh, okay. Das ist vielleicht ungünstig, dass ich hier jetzt den Weg durch den Hühnerstall gebaut habe. Also auch das immer gucken, wenn ihr Autodrive-Kurse habt. Wenn die durch den Weg durchgehen, dann... Das wird euch keinen Spaß machen. Das hier ist gefährlich, denn... Nein. Achso, nee, er holt sich den...
Man muss nur aufpassen, nicht, dass er da hinten ist ja die Straße, auf einmal der Meinung ist, ah, ich hole mir jetzt von der Straße den Kurs. Von daher fahre ich hier mal hin. Hier sollte es jetzt ziemlich klar sein, dass er sich hier einen nach dem anderen holt. Fahren wir hier jetzt rein. Und dann würde ich ihm einfach den Auftrag geben, er soll sich beladen, er soll wegfahren. So, und hier sagen wir ihm jetzt, fahre, das ist mir egal, wo du hinfährst, fahre dahin, wo das am besten zu verkaufen ist. Deshalb ist es grün. Den höchsten Preis. Autodrive fährt automatisch dahin. So, nächste Frage ist, kriegen wir die Eier verkauft? Wenn wir Eier nicht verkauft kriegen, dann haben wir ein Problemchen. Ah, es gibt eine Bäckerei. Au Fournil de Camp. Oder sowas in der Art, wenn ihr Französisch könnt. Sagt mir, wie das heißt. Wie man das spricht. Schreibt es einfach in die Kommentare rein. Also das AU ist O. So viel weiß ich noch von früher. Und ja, die Bäckerei. Wir werden uns die einfach mal eine Markierung setzen und gucken, wo die ist. Hier ist die Bäckerei. Ah, okay. Ah, okay. Also hier ist eine Bäckerei. Ich sehe jetzt gerade nicht den Abladetrigger. Wow. Wow, okay. Doch, ich sehe ihn. Ich habe ihn gefunden. Und ja, das hier wird die Bäckerei. Dort werden wir das hinbringen. Ich hoffe, wir können es verkaufen. Aber es ist ein... Hier ist ein Abladetrigger. Und es gibt einen Preis für die Eier, von daher denke ich, wir können die auch, das ist komplett irre, was da gerade an Geld weggeht. Komplett irre. Ja, also, wir werden uns die Eier an die Bäckerei liefern. In diesem Sinne ist die Folge auch zu Ende. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Auch morgen eine Folge LS22 auf der Map Papenburg. In diesem Sinne, Servus und Bye-bye.